Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Guide Cube World. Diesmal dabei ist das Menü. Wir werden uns jetzt hier um alle möglichen Menü- und Inventarkrame kümmern, die es hier in Cube World gibt. Ich erkläre euch alles genau, wie es ist. Also, beginnen wir. Das ist der Exit-Knopf. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ne, okay, gut. Das ist der Exit-Knopf, gell? Das musste, glaube ich, nicht erklären. Wir sind in den Options drin, genau. Hier können wir nämlich einstellen, ob wir den Window- oder den Fullscreen-Mode haben wollen. Das tut sich dann, wenn man auf OK drückt, ändern. Ably ist, glaube ich, dass man alles in die Ausgangsposition zurücksetzt. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hier kann man noch die Grafik einstellen, wie man es gerne haben möchte. Blablabla. Am besten machen wir es so hier. So ist jetzt Play aufnehmen, ist bestimmt wundervoll. Der guckt mich hier da ganz doof an. So, Moment. Ja. Anti-Analysen kann man natürlich verstellen, Render-Distanz kann man verstellen, das ist die, wie die Welt generiert wird. Wenn man nicht so einen guten PC haben, kann man das natürlich runtersetzen. Hier können wir den Sound hochstellen. Das habe ich runtergestellt wegen dem Wolke, damit ich den höre. Musikvolumen kann man hoch runterstellen, obwohl Musik eigentlich hier seltener spielt. Den Kameraspeed können wir ja verändern, wenn wir ein bisschen schneller drehen wollen. Das ist natürlich ganz praktisch. Ich stelle es auf 30 bei mir. Nee, auf 30. So. Und hier kann man den Smoothness der Kamera, also die Geschmeidigkeit der Kamera, wenn man das so sagen möchte, bezeichnen. Ach, hier kann man sogar die Language umstellen. Und das bringt was? Ich habe da gar keine Ahnung, was für eine Language hier was ist. Okay. Ja gut, okay. Dann starten wir mal das Game und ich gehe einfach mal mit dem... Ach, hier habe ich mehr im Inventar, da kann ich das besser zeigen. Und wir gehen einfach mal in die Welt hier rein. So, sehr schön. Und dann gehen wir mal hier auf ESC. Und dann sehen wir jetzt hier die ganzen Hilfen. Und zwar, wenn man auf F1 drückt, kriegt man alles komplett erklärt. Hier zum Beispiel, das ist der normale Angriff, das ist der Special-Angriff und das ist Ausweichen. Dazu haben wir noch die Chat-Funktion, die ist hier, da kann man dann auch Chat-Befehle eingeben, wie zum Beispiel, wenn ihr nicht mein Haustier und sowas um, das werde ich euch aber später noch alles zeigen. Mit F kann jemand zeigen, haben wir das Licht, la, Licht, 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 Licht. So, das Special-Item kann man mit G auswählen, da habe ich jetzt im Moment den Parakleider draußen. Das alles später vielleicht noch. Und mit dem Pet können wir auch reden. Also wir können das Pet rufen, das ist aber gerade bei uns, deswegen brauchen wir es nicht rufen. Jetzt können wir da oben ESC F1, das haben wir ja gerade gemacht hier, das hier oben. 1, 2, 3, 4, das sind, wozu 4 da ist, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, weil ich habe irgendwie nur 3 Attacken. Wozu die 4. Attacke da ist, ich habe keine Ahnung, vielleicht wird da noch was implementiert, ich weiß es nicht. Mit WASD läuft man natürlich, Q ist zum Heiltränke trinken da, E ist zum Aufsammeln da, die Interaktionstaste. R ist auch noch ebenfalls eine Interaktionstaste, das ist zum Aufsammeln, das ist die Aktionstaste. F ist die Lampe, G ist das Special-Item wählen, T ist das Tier rufen. Jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen. X ist das Menü. Warte, X ist... X ist das Skill-Menü, C ist das Crafting-Menü, V ist... Okay, V zeigt an, wie mein Name des Tieres heißt. Okay, gut, das wusste ich gar nicht. Tugel HP Bars. Ah, okay, gut. B ist das Inventar und M war die Map. Okay, gut. Sehr schön. So, dann kommen wir jetzt einfach mal zum X. Und zwar ist das das Skill-Menü. Hier kann man, wenn man Skills haben sollte, kann man die auswählen hier und kann dann hier halt... auf das jeweilige nächste Skillen. Das allerdings... wollte ich das jetzt schon wieder erklären? Moment, ich muss mal ganz kurz auf meinen schlauen Zettel hier schauen. Ja, wollte ich jetzt schon wieder erklären. Okay, sehr schön. Dann kann man hier, kriegt man jedes Mal, wenn man ein Level aufsteigt, das man durch EP machen kann. Hier sieht man, wie viele XP man noch braucht. Oder EP, je nachdem, Englisch oder Deutsch, wie man es haben möchte. Kriegt man dann hier 2 Points dazu und die kann man dann beliebig verteilen, um die Spezialattacken hier oben entweder zu verstärken, oder man tut seinem Pet was Gutes, oder man tut seinem Parakleider was Gutes, oder man möchte besser schwimmen lernen, das geht natürlich auch. Hier kann man einmal schwimmen, hier hat man das im Bootspeed, hier hat man den Climbing Speed, also den die Kletterausdauer, hier hat man den die Fluggeschwindigkeit, hier hat man die Lebenspunkte des Tieres, hier hat man die Geschwindigkeit des Tieres.
Und das sind die drei Spezialattacken, die sich bei jedem Charakter anders aussehen. Also Warrior hat seine, der Mage hat seine und bla bla bla. Hier kann man natürlich das hier noch machen, da der einzigste Unterschied beträgt, dass hier der Verteidigungspunkt ist. Ansonsten sieht das alles gleich aus und das kostet halt, wenn man umlernen möchte. So. Dann nehmen wir jetzt mal die B-Tasten. Ja, erstmal nehmen wir C. C ist das Inventar zum Craften. Hier kann man alles mögliche craften. Man schaltet sich mit jedem Level neue Crafting-Sachen frei, die man craften kann. Siehst du mal, hier habe ich mich gar nicht mehr drum gekümmert. Das müsste ich mal wieder machen. So, hier haben wir noch ein bisschen was zu essen. Also hier haben wir Waffen, Verteidigung, Spezial, also Amulette und Ringe und sowas. Hier haben wir Essen, hier haben wir Heiltränke und hier haben wir alles mögliche Blockige und noch ein paar andere Dinge, die man sich craften kann. Dazu muss man aber gucken, hier steht dann immer dabei, was man dazu braucht. Dazu braucht man zum Beispiel Amboss braucht man dazu, um das zu craften. Hier braucht man nichts dazu, um das zu craften. Kann ich mir gleich mal machen, warte, das wollte ich sowieso mal gucken. Silberamulett ist das sogar. Mach mir gleich mal eins. So, dann geht man dann hier unten drauf und blub, macht man sich eins. Bam. Und dann hat man hier noch einen wunderschönen Ring. Das ist aber nicht so toll wie meiner. Okay, sehr schön. So, dann kann man sich dann halt hier zum Beispiel braucht man gar nichts. Das kann man einfach so machen. Wenn man sich aber zum Beispiel eine Wasserflasche machen will, braucht man erstmal Wasser. Dazu muss man sie in den Fluss reinspringen. Sehr schön. Dann gehen wir zum B. Für dein langes Tutorial. Hier haben wir einmal unsere Waffen und Rüstungen, unsere Tränke und Schriftrollen und was es hier nicht alles gibt. Doch, guck mal, hier kann ich hier. Das erkläre ich euch später noch, wie man das macht hier alles. Hier haben wir unseren ganzen Baukram und sowas. Und hier haben wir alles fürs Tier. Die Boxen sind übrigens Tiere, die ich gefangen habe. Und das andere ist Essen für Tiere, um sie zu fangen. So. Das war's an sich schon in dem Menü. So viel ist das nicht. Hier unten hat man dann halt Ausrüstung. Man kann sich jetzt zum Beispiel das jetzt einfach tauschen. Nein, Quatsch, das ist ja gar nicht für mich. Man hat halt hier, sieht man halt, für was das ist. Hier steht zum Beispiel Rouge, das heißt, das gehört gar nicht mir. Das ist für den Mage. Das könnte ich mir anlegen, aber man sieht ja, links sieht man, was mir gehört und rechts sieht man, was ich jetzt anlegen könnte. Darum ist meins wesentlich stärker, wenn man sich die Werte mal anschaut. So. Ja, hier hat man das Haustier noch, hier hat man das Special, das packt man hier rein. Kann man jetzt mal zeigen, hier hat man das Boot dazu noch, das kann ich jetzt mit rechts, hier kann ich das austauschen. Und hier ist meine Waffe und ja, man kann hier sich eine Einzelwaffe für eine Hand beim Warrior, das funktioniert nicht bei allen. Oder man nimmt sich ein Schild und ein Schwert, das ist allerdings dann schwächer. Das ist natürlich eine recht heftige Keule. Und hier drüben sieht man auch schon Level 50, 72 Power, 103.000, blablabla. Armor ist 20,9, Resi so viel. Mein kritischer Schaden ist fast 25%, mein Tempo ist 135%, meine Regeneration ist 100%. Mein Weapon Rating und mein Armor Rating sind über dem normalen Limit. Das ist schon recht geil, weil ich verzauberte Waffen besitze. Das gefällt mir eigentlich. So, dann haben wir natürlich noch die Map. Die habe ich euch ja erklärt, wie das funktioniert. Und das war's an sich schon. Dann würde ich sagen, habe ich das für heute mal wieder hingekriegt. Ja, oder auch nicht. Kommt drauf an, ob ihr mit meiner extrem schnellen Redeart zurechtkommt. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt... Moment, auf den schlauen Zettel gucken. Menü? Menü? Und was kommt als nächstes? Anfänger! Damit erkläre ich euch, was am Anfang zu tun ist, was ihr am besten macht, um recht schnell reinzukommen in das Spiel. Also bis morgen zum Anfänger-Tutorial. Tschüss!